Leo, Glückwunsch zur Goldmedaille, die zweite in diesem Jahr. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich an? Ich kann es noch gar nicht glauben. Also das ist wirklich so unreal. Ich bin hier hingekommen, ich habe eine Goldmedaille, Weltmeister, das ist ja schon. Und mir jetzt gedacht, hier geht man ganz ohne Stress ran und habe überhaupt keinen Druck. Und dass es jetzt so hier geendet hat, das hätte ich nie gedacht. Also ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist die erste für den Bund Deutscher Radfahrer. Macht das ein Stück weit besonderer noch? Ja, also das ist natürlich super und ich hoffe, da folgen noch einige. Also wie gesagt, ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Kannst du dein Rennen Ja, ich habe halt bin ziemlich konstant gefahren, mir das gut eingeteilt, das ganze Rennen. Und das sind so, dass ich über den Zielstrich gefahren bin und erstmal auf dem Boden gelegen habe und gar nichts mehr ging. Also eigentlich perfekt getimt, das ganze Rennen. Du saßt eine ganze lange Zeit oben auf dem heißen Stuhl. Hinten raus ist der Amerikaner nochmal auf 2 Sekunden rangekommen. Wie sehr hast du denn gezittert? Aber das war wirklich, ich dachte, ich platze gleich. Also der saß jetzt schon 2 Stunden lang und dann wurde es noch so knapp zum Ende. Dachte ich schon, dass der mich noch runterkickt. Und da war die Freude natürlich umso größer, als es dann doch noch geklappt hat. Du kommst rein von der Bahn. Wie würdest du dich als Fahrer beschreiben? Ich würde sagen Allrounder, guter Zeitfahrer. Wie hast du die Abstände während dem Rennen verfolgen können? Weil am Hotseat lief kein Fernseher, lief kein Bild. Hast du die ganze Zeit aufs Handy geschaut, auf Live-Timing? Ja, ich hatte jetzt zum Glück hier meine Kollegen da, die mir einen Live-Ticker auf dem Handy gezeigt haben, sonst... Also ich habe zum Glück noch einen Live-Ticker irgendwie auftreiben können. Das war extrem spannend noch zum Schluss. Als sie dich dann zu sich gerufen haben, als der Amerikaner im Ziel war, was hast du gedacht? Hast du gedacht, okay, jetzt sagen sie mir, ich bin Zweiter, oder? Also ich war komplett überrascht und ich war komplett perplex und es war unbeschreiblich, das Gefühl. Also alle super gefreut und das war wirklich großartig. Wie kannst du das jetzt feiern? Kannst du es feiern? Ja, jetzt kommt ja noch das Straßenrennen am Samstag und ich denke, da noch mal gucken, was geht da. Ohne Druck gehe ich da jetzt rein. Ich habe geliefert, so lief besser als gedacht. Und dann vielleicht nach dem Straßenrennen. Samstagabend wird ja. Schon unsicher gemacht. Okay. Dankeschön. Was denn das Erfolgssystem von RC Blau-Gelb Lange Haare? Ich glaube, mit Jonas Bokolo kam auch schon Juniorenweltmeister aus dem Verein. Gibt es da ein Erfolgsrezept? Spaß haben am Fahrradfahren. Okay. Also, das ist mir auch ein Rätsel, dass es so gut läuft bei uns im Verein. Das ist also jetzt fast schon eine kleine Hochburg im Radsport. Ja, also in Niedersachsen gibt es nicht viele Radfahrer, aber wenn, dann sind sie gut. Alles klar, danke.